Ja. Da kann ich im Moment nichts machen. So leid es mir tut. Ja, und das Bett kriegen wir vielleicht gar nicht hin, weil wir dafür den Schneider brauchen, der die Matratze macht. Und im Moment sieht das danach auch aus. Ja. Schade. Nun gut, dann lasse ich mal wieder laufen und melde mich, wenn sich wieder was tut. Hallo zusammen, ich bin's wieder, der Fitzbahn, und wir haben ein Problem, nämlich der Goblin-Angriff. Mal gucken, wie das jetzt abgeht. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich mache jetzt noch ein neues Squad und da tue ich jetzt alle rein, die irgendwie Fighting Skill haben. Hier haben wir sogar welche mit 14. Dich haben wir ja schon. Nehmen wir dich halt noch mit. Du bist schon im Squad. Das ist 11, 12, 13. Haben wir vielleicht noch irgendjemanden? Da. Und die bekommen eine neue Formation. New. Und die nennen wir einfach mal Kampf. Mönche. Aber Umlaute gehen ja wieder nicht. Kampfmönche. Und da, keep your eyes open, dann
brauchen wir hier die Positionen. Da machen wir jetzt neu. Und da geben wir denen den Weg der Gnome. Uniform keine. Monk Position. Retreat if bleeding. Ja, können wir eigentlich so lassen. Das ist Squad Leader. Können wir auch machen. Uniforms. Ist eigentlich wurscht. So, Squad. Formation Kampfmönch. So, jetzt sollten die nämlich alle angreifen. Formation bei der Basic, bei Kampfmönch ist dann Monk, also Monk und Monk. Defend Gnomes. Ja, und das machen wir bei dem anderen dann auch. Defend Gnomes. So, dann lassen wir mal laufen. Goblin has died. Wunderbar. Dann können wir nämlich jetzt... Ui. Ja, das haben wir doch nochmal gut hingekriegt. Verletzt scheint keiner zu sein. Sieht zumindest nicht so aus. Group fight. Dann haben wir das doch nochmal ganz gut gemeistert. Und das war ja jetzt auch nur der erste. Oh, da sind noch mehr. Gucken wir mal. Ach du Schande. Ob das gut geht. Tatsache. Es hat gut gegangen. So, dann können wir nämlich jetzt hier das hier schön weg schlachten. Und da wir ja jetzt ein bisschen in Platznot sind, wen hatte ich denn da eben hingesetzt? Was stand denn hier? Der Taylorer, ne? Den Taylor, hm? So, dann können wir ja hier eigentlich Wurst draus machen. Und zwar so viel geht. Genau, so machen wir das. Und dann setzen wir den Taylorer. Da müssen wir jetzt ein schickes Plätzchen für finden. Den müssen wir hier jetzt erstmal irgendwo hinklatschen. Shop. Bauen wir jetzt einfach mal dahin, einfach nur um ihn zu haben. Und dann müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen für Wolle sorgen. Das alles. Da haben wir ganz viel Wolle. Damit wir noch ein bisschen mehr Zeug haben, was wir vielleicht auch verkaufen können, haben wir vielleicht hier oben noch ein bisschen was drauf und die nicht so weit rennen müssen. Oh, nehmt das mal alles mit.
die Samen bleiben ja da liegen. Und ich glaube, solange die nicht an einer Stelle liegen, ist das Ganze nicht so dramatisch. Dass sich daraus irgendwie ein Golem formen könnte. Und ich glaube, aus Samen passiert das auch nicht wirklich. Aber selbst die Samen können wir ja verkaufen. Für nachher eine Spitzhacke zu kaufen. Wenn dann endlich mal der... ja, aber der greift ja nicht an. Der rennt ja weg. Da können wir uns vielleicht später mal drum kümmern, um solches Kleingetiers. Müssen wir hier, glaube ich, auch ein paar Kisten abbauen. Weil wir da Säcke hinsetzen müssen, für den Weizen da rein zu tun. Und wir kriegen unser erstes Holz von unserer Holzfarm. Das klingt doch auch gut. So, was braucht ihr? Bone Needle. Dann, es ist in der Queue. Aber ich glaube, wir haben keinen, der das macht. Könnten vielleicht die Farmer machen. Lasst mal gucken. Professions. Na, eigentlich ein Ranger, ne? Aber ich glaube, lass mal gucken, haben wir da überhaupt einen? Ja, einen haben wir. Dann kann der das Bone Carving machen. So. Kommt schon, so schwer kann das nicht sein. Macht der Farmer jetzt nur hier den Kram oder was? Dann müssen wir hier, glaube ich, die Priorität mal ein bisschen höher stellen. Zumindest gerade mal. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt irgendeine Auswirkung hat. Dass der jetzt gleich dahin rennt. Und was macht er? Es kann natürlich auch sein, dass er jetzt gerade am Schlafen ist. Aber die Zeit haben wir ja jetzt auch. Hatte ich gerade den Schreck gehabt, ich hätte das Mikrofon nicht aufgemacht. Dann hätte ich das jetzt nachkommentieren müssen. Das habe ich, glaube ich, bis jetzt nur bei einem einzigen Video gemacht. Ist natürlich auch geschickt, die Clippings dann direkt darüber zu setzen. Müssen wir hier vielleicht mal ein paar Clippings hier von nehmen. Damit wir unsere Holzfarm hier mal hinbekommen. Das Birkenholz können wir uns später. Aber Holz lässt sich, glaube ich, auch ganz gut verkaufen. Obstholz gibt es natürlich mehr. Was wir ja auch übrigens machen könnten. Ja, der Ambassador ist da. Das ist ja super. Dann lassen wir den jetzt mal antraben. Und gucken wir mal, was der uns Schickes zu bieten hat. Stall. So, dann ist das nämlich jetzt hier für den Ambassador. Der muss ja irgendwie hier da
so gekennzeichnet sein. Dann kann der nämlich da hingehen. Und er braucht jetzt auf jeden Fall ein Bett. Dann müssen wir es vielleicht doch mal nochmal gerade anders machen. Dass wir uns jetzt hier die Bilder nehmen und da vielleicht doch ein Bonecover kurzfristig reinsetzen. Das war beim Misc Crafting, ne? Da. Aber da habe ich doch jetzt alles, oder?